So, Freunde, was geht ab? Ich werde heute 30, ja? Die 20er sind vorbei und ich freue mich wie ein kleines Kind. Ja, hier fahren nur Supercars rum. Was würde ich dem Basti, der in seinen 20ern war, was würde ich ihm raten, was er nicht mehr machen sollte? Und das ist Nummer 1. Committe dich auf eine einzige Sache. Es ist extrem wichtig, ich muss hier mal gucken, dass ich nicht umgefahren werde. Ja, es ist extrem wichtig, dass du nicht 1000 Sachen gleichzeitig machst und irgendwie nicht 1000 Sachen gleichzeitig machst und dich darauf konzentrierst, da ist noch was, da ist noch was. Und das ist das Shiny Object Syndrom. Jeder hört mal irgendwie was von einem Kollegen. Ja, dann sollst du da investieren, dann sollst du das Coaching machen, dann sollst du bei dem kaufen. Dann ist da irgendwas mit Immobilien und so weiter. Deswegen fokussier dich wirklich auf das, was wichtig ist. Zweiter Punkt. Nicht zu viel Social Media Konsum. Das ist extrem wichtig, weil wir so oft abgelenkt sind und es hat viel größere Auswirkungen, als wir uns das vielleicht jetzt denken können. Ja, unser Gehirn wird gescrumbled, ja, die ganze Zeit swipe, 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 swipe. Das Einzige, was du swipen solltest, ist vielleicht mal deinen Kontostand, den zu kontrollieren, dass er immer größer wird. Weil in deinen 20ern, da hast du die Power, da hast du die Energie, wirklich Gas zu geben. Ein weiterer Punkt ist, dich wirklich, wenn du dich auf eine Sache committed hast und wenn du fokussiert bist und eine Sache durchziehst, dass du auch Spaß dran hast. Ja? Also mach nicht einfach irgendeine Sache des Geldes wegen. Natürlich am Anfang ist das cool, ja? Verdien dein Geld und so weiter, aber finde Spaß an der Arbeit, finde Spaß am Prozess, weil der Weg, das Umsetzen des eigentlichen To-Dos, das ist wichtig, dass dir das Spaß und Freude bereitet und dass du deine Leidenschaft findest in dem, was du tust und wie du es tust. Natürlich wird es Aufgaben geben, die vielleicht mal nicht so cool sind, die ja, einfach nicht so viel Spaß machen, aber dann im Endeffekt, ja, wirklich die Leidenschaft zu finden und da Gas zu geben, das, der irritiert mich. Also, Kevin, Digga, ich hab's gar nicht gesehen, Alter, was geht? Komm her. Hello, Bro. Geil, wie geht's dir? Alles gut, ja, wir drehen hier kurz Intro, dann gehen wir rein. Deine Leidenschaft zu finden und da auch wirklich Gas zu geben. So, ein weiterer Punkt, und das ist auch der vierte und letzte Punkt, jag nicht diese ganzen Luxusgüter, ja, also eine Rolex, eine AP, geile Autos, wie hier jetzt ein Porsche, Lambo, Maybach, whatever, ist alles schön und gut, aber wenn du dich committest, eine Sache durchziehst, dann sind das alles Byproducts, die so oder so kommen werden. Das heißt, schau nicht auf Mobile, da irgendwie die ganze Zeit Autos gucken, da eine Leasingrate und so weiter, ist noch zu früh. Ja, wenn du das nicht kaufen kannst oder leasen kannst, wie ein Kaugummi an der Kasse, dann ist es zu früh. Dann wende deinen Fokus darauf, was wirklich umsatzbringende Aktivitäten sind. Konzentrier dich auf die Umsetzung und wenn du das machst, dann wirst du viel, viel schneller erfolgreich. Ich bin jetzt schon seit 9 Jahren selbstständig und habe viele, viele Fehler gemacht, die du nicht machen musst. Vermeide diese Fehler und dann wirst du schneller da ankommen, wo du hin willst, schneller ein geileres Leben führen. Sorg dafür, dass du Spaß hast an dem, was du machst und wir haben jetzt auch richtig Spaß, jetzt den 30. Geburtstag im Werde. Let's fucking go! Ab. Wir sind hier auf einer Yacht, 30 Meter schwarze Yacht. Wir überblenden jetzt mal ein paar B-Rolls. Richtig geiles Teil. Es macht super Spaß. Wir haben geiles Essen, geile Leute, geiles Wetter. Alles ist einfach geil. Ja, was soll ich dir erzählen? Und jetzt fragen wir mal ein paar Agenturenhaber und Berater, was denn deren Goldnuggets sind. Der Goldnugget ist, wenn ihr im B2B unterwegs seid und ihr habt die ganzen Leads um euch herum und ihr closed mal einen jetzt nicht von heute auf morgen, sondern ihr müsst dann ein bisschen Follow-up machen, bleibt wirklich an den Leads dran. Denn als ich jetzt meine neuen Offer wieder gestartet habe, es kamen glaube ich 10, 20 Kunden, wo ich wirklich schon seit 3, 4 Jahren Follow-up gemacht habe. Die kamen auf einmal alle mit meinem neuen Offer. Das heißt, ihr müsst einfach beharrlich bleiben, dranbleiben.
Weil wenn ihr euch das Netzwerk um euch herum aufbaut, das heißt die ganzen B2B-Leads, die kommen früher oder später alle zu euch, wenn ihr eine geile Dienstleistung habt. Was ist so dein Tipp für YouTube? 2024, ihr müsst eine Personal Brand aufbauen, ihr 100%. Müsst auf YouTube gehen, auf Instagram. Traut euch, alle Leute, die sagen, hey, das wäre nichts, Personal Brand, die haben irgendwo die Mindset-Probleme. Ganz wichtig, zeigt, was ihr könnt, zeigt, was ihr auch zu bieten habt, zeigt eure Kundenergebnisse. Wenn ihr das nach außen tragt, ob das jetzt YouTube ist, Instagram oder Facebook, ist komplett egal. Ihr müsst in die Sichtbarkeit kommen, ja. Weil damit baut ihr einfach ein digitales Asset auf. Definitiv. Das habe ich auch letztens auf meinem Lovefilm-Vortrag gesagt. Ihr müsst Gesicht zeigen, ihr müsst rausgehen, eure Authentizität wirklich nach außen bringen, weil alles Weitere, da seid ihr eine von 20 Template-Agenturen, das wollt ihr nicht. Ihr wollt wirklich herausstechen. Das tut ihr am besten mit eurem Gesicht. Genau. Personal Brand zeigen. Danke dir, Chris. Sehr geil. Auch noch eine geile Zeit. Wie findest du es hier? Richtig, richtig nice, mein Lieber. Gute Idee, mal wieder auf dem Boot zu sein. Tut richtig gut. So, wir sind jetzt hier mit Julian von Jen und Peters GmbH. Die haben jetzt letzten Monat? 262.000. Boah, 262.000. Das ist eine Leistung. Das muss man erstmal schaffen. Und mich interessiert natürlich, was bedarf es dafür? Also was habt ihr anders gemacht? Ihr seid ja sechsstellig und dann aber wirklich mal multiple six figures. Ist nochmal ein anderes Level. Was habt ihr anders gemacht? Was für ein Goldnugget kannst du mitgeben? Ich will so für alle Vertriebler da draußen, weil das ist ja auch mein Part bei uns in der Firma, so ein geiles Mindset mitgeben, weil ich glaube, jeder kennt das. So ein paar auf, man hat ein paar Ups, das heißt, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Und gerade bei den schlechten Phasen geht es ja wirklich darum, da trennt sich auch die Spreu vom Weizen, wer schafft es wirklich da schnell wieder das Ruder rumzureißen. Ja, definitiv. Und was ich so gelernt habe, ist, bei mir war es immer damals so, dass ich, sobald es mal nicht lief, mich wirklich angefangen habe, komplett selbst in Frage zu stellen. Kann ich das eigentlich noch? Habe ich überhaupt die Fähigkeiten dazu? Bis ich mal gelernt habe, dass man das ganz anders betrachten muss, nämlich Folgendes. Weil wenn Cristiano Ronaldo mal eine Zeit lang nicht performt, dann stellt er sich ja nicht die Frage, ob er jetzt Cristiano Ronaldo ist, sondern er ist nur gerade nicht in Form. Das ist geil. Und nur dieses Mindset dahinter mal zu verstehen, ich bin ja Cristiano Ronaldo, das heißt, ich habe ja schon offen bewiesen, ich kann das eigentlich. Ja. Nur dann aber zu verstehen, ich bin einfach nur nicht in Form. Das heißt, man stellt sich die Frage, wie schaffe ich es wieder, Cristiano Ronaldo zu werden? Weil das ist man ja, sondern ja. Wie schaffe ich es nur wieder in Form zu kommen? Ja. So, und das hat mir extrem dabei geholfen, dass auch in schlechten Phasen ich mir mal gedacht habe, so, ich kann es ja, ich weiß ja, ich habe schon oft genug bewiesen, dass ich es kann. Ja. Ich muss nur die Frage stellen, was muss ich jetzt einfach wieder anders machen, dass ich dann auch wieder genau die Leistung abrufen kann, wie wenn ich in Topform bin. Das ist auch super smart. Also gerade aus psychologischer Sicht muss man das mal gerade kurz erläutern, und zwar selbstbestätigende Prophezeiung. Das heißt, wenn du davon ausgehst, dass etwas so ist, wie in deinem Fall, ich bin ja Cristiano Ronaldo, dann wirst du auch im Außen immer wieder die Resultate suchen und sehen tatsächlich, dass es so ist. Wenn du jetzt davon ausgehen würdest und daran zweifeln würdest, dass du es ja gar nicht bist, oder oh, habe ich gar nicht drauf, bin ich das vielleicht gar nicht und so weiter, dann wird es viel, viel schwieriger, wieder aus dem Loch rauszukommen. Das heißt, wenn du einen Down hast, sorg dafür, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass dein Sein, also dass du schon die Person bist, die 250.000 in dem Fall macht, oder Cristiano Ronaldo zu sein, ja? Das ist extrem wichtig. So, und was habt ihr jetzt genau anders gemacht? Von 100 auf 250? Ich sage ehrlich, das ist einfach nur ein Upsell-Game mehr gewesen. Das heißt, dann, wir haben immer gut Neukundenumsatz auch gehabt, nur wir haben es noch nicht geschafft, so wirklich viel aus den Bestandskunden rauszuholen. Ah. Das heißt, wir haben einfach neue Angebote entwickelt auch, die natürlich trotzdem richtig geil sind für unsere Kunden, wie wir denen aber mehr ermöglichen können in verschiedenen Bereichen. Ja. Und das war einfach der Schlüssel, dass wir natürlich nach wie vor gut Neukunden gewonnen haben, gleichzeitig aber auch viel mehr versucht haben, aus den Bestandskunden rauszuholen, was auch super funktioniert hat. Und natürlich auch als Agentur, die wir auch sind, noch einige auch Verlängerungen dabei hatten oder auch wieder alte Kunden wieder neu reingeholt haben, die schon mal ausgelaufen waren. Dieses Zusammenspiel aus diesen zwei Faktoren hat einfach dazu geführt, dass wir es diesen Monat dann auch oder letzten beziehungsweise geschafft haben. Ja, geil. Das ist auch eine super Leistung, finde ich richtig geil. Glückwunsch dazu nochmal. Dankeschön. Hast du jetzt noch eine Message an alle Leute, die dieses Video sehen und vielleicht sagen, okay, hey, ich muss mal 250.000 erreichen. Was ist da so deine Message? Wie Bastian schon gesagt hat, ihr müsst euch aus meiner Sicht, dieses Thema Law of Attraction funktioniert zu 100%, und es funktioniert aber nur dann, wenn ihr euch schon wirklich so fühlt, wie als ob ihr schon an dem Punkt seid, wo ihr auch hinkommen wollt. Ja. Das ist so ein Schlüssel, den ich in meinem Leben schon oft genug gelebt habe. Das heißt, durch dieses etwas Wollen die ganze Zeit und da verbissen drin sein, das führt eigentlich nur dazu, dass man nur noch weiter davon entfernt wird, weil man eigentlich... Weil du im Mangel bist. Genau, weil man im Mangel ist, korrekt. Das heißt, man muss sich schon genauso fühlen, wie als ob man in der Situation ist. Ja. Und dann schafft man das auch. Das ist einfach so. Ich glaube da zu 100% dran. Ja, das hat alle Sachen, die ich in meinem Leben habe, sind ein Resultat daraus. Von daher, das ist meine Message nochmal mit. Geil. Also wenn du die Strategien lernen willst, umsetzer.de. Was war bei euch vielleicht die letzten 2-3 Jahre ein absoluter Gamechanger? Du stellst hammer gute Fragen. Ist mein Beruf. Ja, okay. Sehr geil. Also, Kosten, die nicht sein müssen, sollte man unterlassen. Ja. Das ist mal so das allererste. Das klingt total banal. Aber wenn mir letztendlich irgendwas keinen Return bringt, dann einfach stoppen, nicht machen. Das war dein Tipp?
Sag mal, bist du auf Multiple Six Figures gekommen? Ich denke, da geht noch was. Du hast bestimmt noch irgendwas im Kopf, irgendwas im Petto, was wirklich richtig vorangetrieben hat. Bau den YouTube-Kanal auf, das kann ich dir sehr empfehlen. Es geht nicht darum, dass du Millionen Follower hast, sondern dass die richtige Zielgruppe, also die Menschen, die wirklich für dich relevant sind, nach dir suchen. Es reicht, wenn du ein paar hundert Klicks pro Video hast. Und da sind immer welche bei, die letztendlich sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Je langweiliger, je besser. Also besser gesagt, je spezifischer, je besser. Und das auch viele Lohnt-sich-Videos, ne? Ja, ja. Also wir haben für uns herausgefunden, dass Lohnt-sich-XY-Tarif im Grunde genommen das der Hack ist, weil die Leute geben alle ein, lohnt sich, Erfahrung mit XY etc. und dann kommt unser Video. Und dann sehen die halt, wie der Tarif funktioniert und dann sehen die, dass es besser geht und dann melden sie sich bei uns. Also schau, was sind die Keywords, wonach deine Traumkunden googeln und dann besetzt diese Keywords so schnell wie es geht, bevor es deine Konkurrenz macht, weil der Berater- und Agenturmarkt verdoppelt, verdreifacht sich, ist ein fucking Milliardenmarkt. Und wenn du jetzt nicht umsetzt, dann sieht man dich da ganz hinten irgendwo in der Ferne. Dann wird es ganz, ganz schwierig für dich die nächsten Jahre. What's up, guys? So, wir sind jetzt hier drin. Wir haben richtig geiles Essen hier. Schaut mal. Das ist irgendwie so eine Dubai-Spezialität. Feta Watermelon Salad. Schmeckt auf jeden Fall ultra geil. Obst natürlich für die extra Performance. Hier nochmal klein geschnippelt. Auch richtig geiles Obst. Wie zum Beispiel Drachenfrucht. What's up? You down for a video? Ja. Yeah. So tell me, how much is the yard? How much do you pay for the yard? So it will be basically 10 to 12 million dirhams. 3 bis 4 Millionen. Also es ist ein richtig geiler. 3 bis 4 Millionen, das kann man locker in 5 Jahren schaffen, oder? Umsetzen. Genau, du musst umsetzen, damit du das auch erreichst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, yeah, thanks for having us. Ja. Thank you. Da haben wir das auch kurz gecheckt. Das war geil.